Was ein schlechter Traum. Fangen wir mal so an. Ja. Keiner hat mich gezwickt. Es ist tatsächlich Realität. Konkurrenz hat gewonnen. Schalke verloren. Richtig verloren in Berlin. Ja, und ihr beiden, ihr dürft es heute ausbaden. Hallo und Glück auf zum Legendentalk. Klaus Fischer. Glück auf, Kollege Glück auf. Ja, sind noch nicht ganz 24 Stunden vergangen. Was habt ihr zu diesem Spiel zu sagen? Ja, man braucht ja bloß die Zeitung lesen und die Tabelle dir anschauen, wie die Situation aussieht für uns. Wieder ein Auswärtsspiel, chancenlos, wie in den Spielen zuvor auswärts. Fehler ohne Ende, die zu Toren geführt haben. Und leider Gottes fängt auch der Torwart schon an, Fehler zu machen, der wo immer ein Stabilisator war eigentlich. Aber wir reden ja praktisch jede Woche das Gleiche. Wenn du solche Fehler machst, kannst du keine Spiele gewinnen. Egal in welcher Liga das passiert. Fehler, die wir gemacht haben, ja, da tut mir leid, aber da kann ich gar nicht glauben, dass man überhaupt diese Fehler so machen kann. Aber es ist passiert und du hängst unten drin. Und wenn du so weiterspielst, auswärts, dann wirst du kein Spiel auswärts gewinnen. Und dann hast du auch noch Gegner, wie der nächste Gegner, auch der hat hoch gewonnen. Es wird ja nicht einfacher. Und je länger die Saison dauert und nur noch ein paar Spiele da sind, ja, immer zu sagen, ja, wir sind gut genug, wir schaffen das schon, ja, dann müssen wir schön vorsichtig sein. Ja, auf einmal geht das in die Hose und das wäre das Schlimmste für alle. Für 180.000 Mitglieder, für alle Schalker, die hinter der Mannschaft stehen, die Schalker sind, ja, und wir haben es schon oft gesagt, man sollte nicht alles nicht auf die leichte Schulter nehmen. Du musst alles ernst nehmen und wir können ja die einzelnen Tore mal durchgehen. Da war nicht ein Tor dabei, wo kein Fehler entsteht. Wirklich ein gravierender Fehler da war. Und deswegen, mein lieber Mann, fangen wir wieder an zu zittern. Ja. Wir haben ja schon bis auf ein paar Ausnahmen auch schon gezittert. Das fängt ja auch an gegen Paderborn, was die gemacht haben. Wir haben jetzt mit 2-0 hatten wir es so sicher im Griff. Da köpft der Ball ins Feld zurück, statt ins Aus. Da fragt man sich schon, hallo, Junge, so geht das nicht. Und jetzt, was jetzt für Fehler von verschiedenen Spielern? Ja, das gibt mir schon zu denken, muss ich ehrlich sagen. Und die Verantwortlichen, die verzweifeln ja schon. Man liest es ja bei den Kommentaren, die man liest. Es wird, ich glaube, wenn es so weitergeht, wird sowieso ein Zittern bis zum Schluss. Zumal die Konkurrenz ja leider auch stark geworden ist. Ja, ne? Die gewinnen ja auch. Aber René, das haben wir beide ja schon die ganze Zeit gesagt. Ich habe gesagt, wenn du hier zu Hause nur gewinnst und auswärts verlierst, wirst du da unten nicht rauskommen. Da kannst du dir auf den Kopf stellen. Ja, du gewinnst ja nicht jedes Heimspiel. Ja, deswegen habe ich ja vorher gesagt, du hast jedes Mal bei jedem Heimspiel hast du hier Druck ohne Ende. Ja. Ja, und irgendwann mal kriegst du einen und dann hängst du richtig drin. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Jungs jetzt in Berlin nicht verlieren wollten. Das hat man ja auch gesehen. Die haben am Anfang, die ersten paar Minuten haben sie auch gut gepresst. Nur irgendwann, wenn ich aufhole, also sage ich mal, jedes Mal 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, dann war es 39. Minute oder so haben wir das dritte reingekriegt. Aber ich bitte euch, irgendwann mal kann ich nicht pressen. Dann, wenn ich zwei reingekriegt habe, da sind die Spielfelder, das war viel zu groß. Die guten Dribbler, die Hertha-Raner hatten, mit Rehse und Winkler auf der anderen Seite, ja, da kannst du nicht riesen Löcher haben und nicht irgendwie was Absicherung haben. Wenn du da eins gegen eins spielst, dann stehst du da und dann wirst du ausgespielt. Ganz einfach. Und wenn man natürlich sieht, dieser Henry,
Marciani auf der Seite, ja, ist ein lieber Junge, ich mag ihn ja, ja, gibt doch immer alles und. Aber wenn Riese nach innen reingelaufen ist mit dem Ball, da weiß ich schon vorher, der Junge, der ist überfordert. Ich hätte vielleicht auch mal an Gerrit seine Stelle nach ein paar Minuten den linken Verteidiger auf der rechten Seite hingestellt, weil der immer nach innen mit reingegangen ist. Und dann hätte ich mal den Dings auf der anderen Seite hingestellt, weil dieser Winkler bei dem 3-2, das ist ein typischer Linksfuß gewesen. Den konnte gar keiner abblocken. Weil der hat hier den gemacht, zack. Ja, und dieser Murki, der mit seinem linken Bein konnte sich gar nicht rumdrehen. Also so ein paar Minuten mal vielleicht als Trainer zu sagen, weißt du was, ich mach das jetzt mal umgekehrt, wechselt ihr beide mal. Nur ein paar Minuten. Mal gucken, vielleicht wäre das anders gelaufen. Ja, weil der eine kam mit dem nicht zurecht und der andere kam mit dem auch nicht zurecht. Weil ja unser Freund Wirmuth immer gesagt hat, ja, man kann da 20 Minuten nicht auswechseln. Ja, dann hätte ich die beiden Verteidiger mal gewechselt. Der Linksfuß auf der rechten Seite gegen einen Rechtsfuß und auf der anderen Seite eben auf der rechten Seite mit einem Linksfuß. Da hast auch du auf jeden Fall, das Abblocken ist auf jeden Fall da. Weil der Winkler mit rechts flanken konnte der nicht. Aber was der gut gemacht hat, der ist nach innen rein. Und hat auch ein schönes Tor gemacht. Irgendwas musst du ja machen. Du kannst ja nicht da sitzen und sagen jetzt, wir geben uns. Aber entschuldige mal. Ja, bitte. Wann weißt du, ob der Linksfuß oder Rechtsfuß ist? Ja, da bin ich nach zwei Minuten, sehe ich das. Ja, und ich informiere mich doch, ich bin Trainer. Was ist das denn? Ich bin doch Trainer, Klaus. Ich sehe doch auch Spiele von Hertha. Da gucke ich mir das doch mal das Spiel davor an. Der hat ja doch vorher auch gespielt. Eins ist doch ganz klar, egal welches Spiel das ist und wer das ist, derjenige, der den Ball führt, ob mit links oder mit rechts, weiß ich, wo er seine Stärken hat. Ja, natürlich. Oder führt einer mit dem schwachen Fuß den Ball. Ja, aber das ist doch bei Bayern auch manchmal so gewesen, dass man den Robben abgedeckt, da war man sagt, du, der geht nach innen rein. Der ist ja gefährlicher, als wenn er nach außen mit seinem Kartoffelbein, mit seinem rechten da reinflammt. Ja, und das ist mit dem Winkler genau das Gleiche gewesen. Da musst du ihm rechts vorbeilassen, mit seinem linken Fuß rechts vorbei, mach. Aber nur nicht links. Aber die kamen doch beide nicht mit ihren Gegnern zurecht. Beide kamen nicht zurecht. Nein. Also muss ich mir doch irgendwas einfallen lassen. Wenn ich die beide irgendwie auswechsle, weil wir ja keine Alternativen als Verteidigung hatten. Glaube ich, außer U23. Da war jetzt, Van der Loot war noch, den hättest du reinschmeißen können. Aber jetzt mal, um jetzt nicht so viel auszuwechseln, ja, hätte ich einfach mal die Sache geändert. Ich kann mich daran erinnern, als wir gegen Bochum gespielt haben und ich gegen Atta Lamek gespielt habe. Gegen Atta Lamek habe ich so schlecht ausgesehen. Gegen keinen Spieler der Welt habe ich so schlecht ausgesehen wie Atta Lamek. Der war langsamer als ich. Also, technisch war der nichts und ich bin pausenlos hängen geblieben, bis ich in die Kabine reinkam und habe zum Trainer, wissen Sie was, nehmen Sie mich runter, ich komme gegen den nicht zurück. Was macht der Ivica? Er sagt, Erwin, gehst du eine halbe Stunde, mal Viertelstunde darüber, wechseln wir mal. Ich gegen Gerland und auf der anderen Seite gegen Atta. Der Erwin hat den eingedreht, wie der wollte. Auf der anderen Seite kam ich gegen Gerland auch viel besser. Aber ich habe keine Flanken gekriegt. Ja, doch, du hast reichlich gekriegt. Weil ihr nur nach innen gegangen seid. Nee, das ist ja, also ich konnte mit rechts und links flanken, das weißt du. Mir war das jetzt eigentlich egal. Nein, ich will damit nur sagen, es ist natürlich bitter, wenn du so ein Spiel verlierst. Also Gerrits hat ja hier, ich habe das gestern gelesen, Gerrits, konnte ich kaum glauben, dass ich sowas gelesen habe. Gerrits hat ja gesagt, ich kann nicht selber spielen, ich bin fassungslos, hat er gesagt, und ratlos und enttäuscht. Das war so eine Äußerung, wo ich dann natürlich gesagt habe, Junge, jetzt hau mal hier nicht alles in den Bach rein, sondern du musst schon den Kopf noch hochhalten. Ja? Also wir haben jetzt hier noch ein paar anständige Spiele. Und die müssen wir auch noch gewinnen, ganz klar. Jetzt in Hertha bist du einfach untergegangen, weil zu viele Fehler gemacht worden sind. Also normalerweise, außer jetzt, sag ich mal, Terodde, der für mich noch eine 4,5 gekriegt hätte, dann vielleicht noch, sag ich mal, den Karaman mit 5,
Die anderen hätten eigentlich 6 und die 7 gibt es ja leider nicht. Ja, ist ja meine Lieblingsnummer, aber die hätten dann alle eine 7 gekriegt. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, ja, wie eine komplette Mannschaft so untergehen kann. Ja, also ich hab in der Art und Weise noch nicht erlebt, dass kein Gegenwille war. Die ersten 10 Minuten, ja, da ging es wieder. Das ist komischerweise bei uns hier, auch wenn wir hier spielen, auch, dass wir ja pressen und machen, Klaus. Aber du siehst ja, wir reden ja, jeden Montag reden wir drüber, Fehler. Natürlich entstehen Tore durch Fehler. Aber solche Fehler, wie wir jetzt da gemacht haben, das darfst du nicht als Zweitliga- oder Erstligaspieler, das geht nicht. Du musst ja genau wissen, was macht der. Dann haben sie noch auch ein Tor schön hinterlaufen und der macht das Tor. Ja, wo wir immer gesprochen haben von hinterlaufen. Hinterlaufen, genau. Ja, das aber hat der gemacht. Dann kriegt er das Tor in kurze Ecke rein. Nie im Leben. Nie im Leben. Ja, das ist ja und dann die Flanke. Kann man mal sagen, er hat einmal einen schlechten Tag gehabt in der Situation, obwohl er einige Dinge gut gehalten hat. Aber diese Tore darf er nicht reinkriegen. Und ein Querpass ist immer schlecht. Der kann in die Hose gehen, ist passiert. Warum nicht nach vorne schauen und die sollen sich bewegen? Kann nichts passieren. Das haben wir ja auch gegen Paderborn. Immer wieder diese Fehler, wo köpft er den Ball hin? Vor das Tor, so ungefähr. Statt zurück oder Seite. Passiert nicht. Gewinnst auch diese Spiele. Ja, also in der Mannschaft sind zu viele Fehler. Das summiert sich über die ganze Saison und dann stehst du da, wo du stehst. Und musst wieder zittern, weil der nächste Gegner, da können wir auch gleich drüber reden, wie hat der gewonnen da? Ja? Der kommt hier problemlos, hat keine, weder nach unten noch nach oben, kam frei aufs Spiel. Und wir müssen. Das ist immer, wenn du musst, gibt es immer Probleme. Sage ich. Ja, aber wenn Gerrit sagt, er ist auch schon durcheinander und enttäuscht und was weiß ich alle, dann probiert. Weiß ich auch nicht. Also dann, aber er probiert doch immer das Gleiche. Latzer rein, auf der anderen Seite den rein. Ja, also es ist ja nicht irgendwie etwas mal, wo er sagt, wenn ich dann zum Beispiel Hertha sehe, das sind 22, 23-jährige Jungs. Ja, wo sind denn unsere Jungs alle? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, frag mich, wo sind unsere Jungs? Sie hängen die alle bei dem Elgert und der Elgert sagt, nee, ich gebe keinen ab. Oder bei der U23, ich gebe keinen ab. Der kann doch aus dem Föhn schöpfen auch mal sagen, den hau ich mal rein. Der hat, ich weiß nicht, 23-jährige Jungs. Und da muss man auch sagen, der Trainer von Hertha, der sagt, ich lasse meine Jungs hier spielen. Ich ziehe mit denen durch. Und bei denen geht es auch bergauf, bergunter, aber er will das durchziehen. Und bei der Pressekonferenz, wenn man das gesehen hat, der Dardai sagt, nee, mich interessiert das nicht. Meine Jungs spielen, ich schmeiß wieder rein. Die sind gut ausgebildet von der Jugend her und warum sollen die nicht laufen und Fußball spielen? Und ich finde das gut. Aber wir kommen wieder hin. Was macht er? Ja, okay, rechte Seite ist klar, da haben wir jetzt keinen. Ja, wir sind ja 3 Verteidiger und alle 3 sind schlecht. Ja, dann muss ich mir was anderes einfallen. Dann hole ich mir jetzt mal von der U23 den und lass den spielen. So, wir wissen doch, was Latzer kann. Latzer, der ist körperlich nicht fit. Ja, nach 35 Minuten, da ist Ende beim Latzer, weil der immer Verletzungen hat und nie richtig austrainiert ist. Ja, so, dann muss ich das aber irgendwann mal sehen. Ich muss doch mal sehen und sagen, weißt du was, Draxler, komm her, die Position spielst du jetzt. Jetzt zeig mal, dass ich dich zu Unrecht auf die Tribüne gejagt habe. Zeig mir das. Ja, und das will ich sehen vom Trainer. Und der muss auch mal sagen, so, jetzt zeig mal, was du kannst. Und nicht, ja, ich bin jetzt auch sprachlos. Ja, ich bin auch sprachlos gewesen, als ich das gesehen habe. Ja, wir wissen nicht. Da sind einige Jungs dabei, die oben mittrainieren. Und du beim Training kannst du ja sehen, was ist los. Und wenn nichts kommt von denen, musst du mit denen Klartext reden. Weil das sind ja Jungs,
Warum spielt ihr bei Schalke 04? Was wollt ihr? Wollt ihr in der ersten Mannschaft spielen oder wo wollt ihr spielen? Da muss man dann wirklich mal Klartext reden mit denen, auf die man, wo man meint, die könnten das schaffen. Da muss, ist richtig, dann kann man ihnen auch mal sagen, pass auf, jetzt spielst du da mal. Ja. Aber wenn du nicht Gas gibst, bist du nach 10 Minuten wieder raus. Da muss man Klartext reden, nicht immer nur streicheln. Und ich habe ja, wie lange ist das her, wo wir darüber gesprochen haben mit Thiele? Ich muss Ihnen dieses Beispiel immer wieder bringen. Wo der Ivic ja gesagt hat, Thiele, wir spielen gegen Köln. Spielst du mit gegen Wolfgang Overath? Weißt du, wer Wolfgang Overath ist? Weltklasse-Spieler. Und was hat der gemacht? Der hat ihn 10 Minuten auf die Socken gehauen, bis der Wolfgang Overath geschrien hat, Helmut, der war Kapitän, sagt dem Bekloppten Bescheid, er soll aufhören. Ja, da hat der Helmut hingegangen und gesagt, du musst ihn nur mehr auf die Socken hauen. Ja, es geht nicht anders. Wie willst du denn in die Mannschaft kommen, wenn du dich nicht zeigst? In der Position, wo du spielst. So, und jetzt hängen wir wieder unten drin. Ja, wir werden noch die ganze Zeit noch unten drin hängen. Also, ja, wenn du aber davon ausgehst, du hast ja noch Hannover. Du spielst ja Karlsruhe, Hannover. Hannover will auch noch aufsteigen. Also das wird alles, was wir ja schon mal besprochen haben, dass die Mannschaften auswärts, die Auswärtsmannschaften, die alle über uns oder viel höher stehen als wir, die wollen noch aufsteigen. Ja. Ja. Hertha, die schielen auch jetzt mit einem Auge auf einmal, sagen, können wir noch Dritter werden, mal gucken, wenn das einigermaßen gut läuft. Nur da haben wir ja nichts von. Wir müssen jetzt Karlsruhe schlagen. Da können wir uns auch im Kopf stellen, wie wir wollen. Wenn wir Karlsruhe nicht schlagen, haben wir ein Riesenproblem. Und Karlsruhe hat gestern 7-0 gewonnen. Also, und gegen Magdeburg. Also Magdeburg hat uns an der Wand gespielt, bis ging nicht mehr. Und die verlieren jetzt 7-0. Also da bin ich auch schon, also da zitter ich hier gegen Karlsruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch eine ganz junge Truppe, die rennen und kämpfen und machen und beißen bis zum Schluss. Ja, und ich vermisse das hier in unserer Mannschaft. Ja, da sind zwei, drei, die das machen, aber der Rest taucht sofort ab. Sobald wir ein oder zwei Tore reinkriegen, tauchen die alle ab und dann geben die irgendwie das Spiel verloren. Und das irritiert mich. Ja, und da muss man so schnell wie möglich, das, was wir über Monate schon sagen, so schnell wie möglich dran arbeiten. Und wenn das eben mit den Spielern nicht geht, dann muss ich mir eben ein paar aus der U23 holen. Und dann muss ich gucken, vielleicht den einen oder anderen spielen zu lassen und dem Selbstvertrauen zu geben und sagen, jetzt hast du deine Chance, komm, spiel mal, Junge. Viel schlechter können die auch nicht sein, tut mir leid. Ja, und das ist ja so, dass sie in dieser Liga, das haben wir auch, wie oft haben wir das schon betont, da kann jeder jeden schlagen. Egal wer das ist, ich habe es ja gesagt, Braunschweig gewinnt in Kiel. Ja? Ja, aber Braunschweig gewinnt mal in Kiel. Wir haben aber noch kein Rückwärtsspiel auswärts gewonnen, weder einen Punkt geholt. Wir haben alle Spiele verloren. Darum sag ich ja, guck mal unten rein, wer da steht. Und die kämpfen ums Überleben auch. Und ohne Kampf gewinnst du auch kein Spiel. Das sind ja immer die gleichen Worte, die wir sagen. Ja, und das passiert nicht von dieser Mannschaft. Und wir haben schon auch, wann haben wir gesagt, müssen sich zusammensetzen, sie müssen darüber sprechen, ja, wie man diese Spiele angehen will. Und dann läuft das wieder, zu Hause geht es einigermaßen. Ja, weil unsere Zuschauer hier sind und die anpeitschen und aufwärts und vor Angst laufen sie weiter. Aber jetzt sind 20.000 Leute mitgefahren. 20.000 Fans. Ja, sag mal, das ist doch ein Haufen. Die Leute sind sauer. Ich weiß nicht, wie viele da reingepasst haben. Ich glaube, 50 waren da oder sowas. Also fast die Hälfte von unseren Jungs waren da. Alter, dann reiße ich mir doch noch mal irgendwann den Arsch auf. Also das kann doch nicht sein, dass ich so untergehe. Aber die ganze Truppe, ich habe nicht eingesehen, der jetzt dagegen gehalten. Jetzt hat mal der Terodde mal wieder zwei Tore gemacht. Aber der ganze Durchschnitt der Mannschaft, jetzt haben wir sonst den Torwart hier immer in Schutz genommen, weil er auch gut gehalten hat. Jetzt fängt er auch an zu flattern.
Ja, ist ja, jetzt sein also, Spiel. Ja, aber ich hoffe, dass er jetzt nicht auch in so einem, ja, in so einen Angsthasen-Sache reinkommt, dass er auch noch hinten anfängt zu flattern. Dann hast du ein Riesenproblem. Ja. Dann wird das Problem immer größer. Und die Leute, die Fans sind auch sauer. Ich war gestern, Schalke hat eine Verlosung gemacht. Die kann einer gewinnen, mit dem ich mir das Spiel anschaue. Es war hier in Gelsenkirchen, die haben gewonnen. Und da, die Räume, die der hat, da unten im Keller, alles blau-weiß, bis geht nicht mehr. Als ich da reinkam, ich habe nur ein Foto gemacht, das ist ja unglaublich. Ja. Und die gucken sich das Spiel auch, ich habe das beobachtet, ich habe mich jetzt zurückgehalten. Die sind auch richtig sauer, weil sie auch merken, der Fan merkt, ob deine Mannschaft da unten ist, mit unheimlichem Willen Spiele zu gewinnen. Und wenn das nicht der Fall ist, dass sie das nicht erkennen, sind die sauer. Zu Recht sauer. Ja, aber ich glaube auch eher, dass die ganzen Fans meiner Ansicht nach Angst haben, dass wir absteigen. Das ist, glaube ich, noch viel schlimmer. Also, ob die jetzt Angst haben oder nicht, aber ich glaube einfach hier für den Verein wäre das ja eine Katastrophe, Klaus. Aber das haben wir ja schon seit Monaten erzählt, ihr müsst die Außen zukriegen, ihr müsst das kriegen. Jetzt haben sie wieder die Außen nicht zugekriegt und wieder haben wir den Arsch vorgekriegt. Was ich seit Monaten erzähle, ihr müsst die Außen zumachen. Wir müssen auswärts mal ein Spiel gewinnen. Wenn du kein Spiel auswärts gewinnst, dann wirst du da unten lange mit rumhampeln und lange, du kannst dann nur hoffen, dass Braunschweig und Kaiserslautern und Rostock vielleicht auswärts auch noch so schwach sind, dass sie auch keine Punkte holen. Ja, aber jetzt haben wir die meisten Tore reingekriegt. Ja, das sehen die anderen Mannschaften auch. Und das ist ja das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Die anderen Mannschaften gucken rauf und sagen, guck mal, Schalke ist noch nicht weit weg. Die haben 2 Punkte, 3 Punkte. Aber weißt du was, da können wir noch mal nachhaken. Da müssen wir noch mal eine Schippe drauflegen. Das ist die Gefahr, wenn du auswärts nichts holst. Ja. Und wenn du hier zu Hause, so wie jetzt hier, 2-0 führst und nachher gegen Paderborn 3-3 spielst, ist das ein verlorener Punkt, verlorener Sieg. Ja. Das sind Punkte, wo du im Endeffekt diese 2 Punkte wieder oben drauf, dann kommen noch mal irgendwann 2 Punkte drauf, dann bist du irgendwo, hast du einen Abstand von 5-6 Punkten. Dann kannst du auch mal ein bisschen Luft schnappen. Aber du bist ja jetzt schon wieder drin. Ja, ja, also das funktioniert nicht. Und man kann ja nicht jede Woche sagen, Jungs, jetzt müssen wir hier gewinnen. Also ich glaube, einige sind da immer noch nicht so richtig klar hier im Kopf, was hier los ist in dem Verein. Ja. Ja? Wenn ich den Latzer sehe, der läuft da rum wie falsch Geld. Ja, da frage ich mich nur immer, Junge, jetzt geben wir dir die Chance, spiel doch mal. Zeig doch mal, dass du deinen Vertrag verlängern möchtest. Ja? Und egal, wie auch immer, aber dann zeig es doch mindestens. Ja, aber da kommt ja nichts. Den kannst du nach 30 Minuten auch wieder runterholen. Ja, und dann kannst du den nächsten reinschmeißen. Aber wir haben die Idee gehabt gegen St. Pauli, wo wir gesagt haben, boah, jetzt pressen wir, da haben wir hier gepresst. St. Pauli, das ist ja das, was unsere angefangen haben, in Berlin zu pressen. Nur Hertha hat das super gemacht. Die haben sich schön hinten rausgespielt und dann waren nachher die Flächen des Spielfeldes viel zu groß und dann kommen die mit ihren schnellen Leuten und dann waren 1 gegen 1 und dann waren die weg. Ganz einfach. Entweder musstest du sagen, so, pass auf, 2-2, lass uns mal zurückziehen, lass uns mal schauen, dass wir nicht wieder einen reinkriegen, lass uns das 2-2 bis zur Halbzeit reinnehmen. Ja, dann können wir in einer Viertelstunde nochmal überlegen, was wir jetzt nochmal machen. Sollen wir nochmal angreifen oder wird Hertha jetzt sofort von vornherein aufmachen und. Nein, wir bleiben bei unserem, wir greifen weiterhin an, bumm, kriegst du wieder einen rein. Das ist für mich so eine Geschichte, die ich nicht verstehe. Wenn ich doch 2-2 aufhole, dann sage ich doch mal als Trainer, ey Jungs, enger und zurück bis zur Mittellinie. Lass die mal machen. So enger es ist, umso schwieriger ist es für die guten Stürmer, die schnellen Stürmer, vorbeizukommen. Du musst aber auch klar sagen, das 3-2 von Berlin war ja wieder mal ein Ballverlust im Mittelfeld. Ja. Ne? Also da deswegen sage ich ja. Ne? Und dann kommt dieser Querpass. Kallas läuft auch wie ein Wilder drauf.
Da hat er nur drauf gewartet, der Winkler. Hup, nach innen. Ja, dann ist der Müller noch raus. Und dann hat er sich natürlich die Ecke aussuchen können, wo er hin wollte. Aber der hat das gut gemacht, der Junge. Da muss man wirklich sagen. Und was ist? Woher kommt der? Aus der dritten Liga, Klaus. Der spielt jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, hier bei Berlin. Dritte Liga. Und der schmeißt den einfach rein. Der sagt, der kann was. Und davon, der Papa, der ist in der Beziehung, der sagt, geh, schmeiß drauf, geh, Junge, gib Gas. Und wenn du nicht schaffst, ist nicht schlimm, kommt der Nächste rein. Und das vermisse ich hier bei uns. Wir haben keine Alternativen. Wir haben immer die gleichen Alternativen. Ja? Ich weiß das gar nicht, warum wir immer die gleichen spielen lassen. Tempelmann ist auf der Tribüne, der ist eigentlich ein junger Kerl, lauffreudig, der spielt nicht. Dafür spielt Latzer. Ja, aber dann heißt es immer, ja, der Tempelmann ist einer, der spielt weiter vor. Meine Güte, ob ich jetzt 30 Meter vor oder zurück bin, das spielt doch für mich keine Rolle. Für mich geht es doch darum, kann ich Fußball spielen oder nicht? Ja, und wenn du siehst, in der Abwehr haben den Schamberg ja auch hinten reingetan. Der hat vorher 30 Meter vorgespielt, jetzt spielt er 30 Meter hinten. Also das ist doch nicht die Welt. Fußball ist doch kein kompliziertes Spiel. Ja, da geht es nur, kann ich was und wie verhalte ich mich im Spiel und ich traue mir was zu. Ich kann dir nicht widersprechen. Ja, danke Klaus. Ja. Ja, jetzt Länderspielpause, Mittwoch gegen Gütersloh, Test. Was kann man jetzt machen in der Phase, in der Zeit, die man hat? Also Klaus und ich werden ja nach Gütersloh fahren. Wir fahren da mal hin, wir gucken uns das mal an. Der wird ja da auch wahrscheinlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der muss einfach jetzt mal ein paar Jungs da reinschmeißen. Auch gegen Gütersloh. Der muss doch mal irgendwas jetzt aus... Der ist jetzt schon so lange her. Ich weiß doch von jedem einzelnen Spieler, was er kann. Also tut mir leid. Also wenn er das nicht weiß, was jeder kann jetzt, dann verstehe ich ihn nicht mehr. Also was hole ich? Dann hole ich mir aus der U19 und aus der U23 und lasse die spielen und beobachte die und sage auch zu denen, Jungs, das ist kein Freundschaftsspiel nur, sondern das ist ein Spiel, ob ich euch gebrauchen kann für die Bundesliga oder nicht. Und so müsst ihr ein Spiel in Gütersloh angehen. So, und das will ich von euch sehen. Und ich möchte das sehen und das sehen. So, und wenn ihr das nicht könnt, dann spielen eben wieder die Älteren, die ganze Zeit hier waren. Aber du musst doch mal jetzt mal gucken. Jetzt hast du Zeit genug. Es sind, glaube ich, eine Woche oder so. Ist das eine Woche oder 10 Tage oder wie lange? Ja, du hast jetzt 14, am 31. spielen wir wieder. Also. Ja, also das kannst du ja noch mal ein paar Testspiele machen. Dann sollen sie doch mal noch ein paar Testspiele machen. Für die Jungs, wo er glaubt, die können nicht. Ja, aber es nutzt nichts, wenn die hier trainieren und 3 Tage frei haben. Nee, die müssen jeden Tag gucken, dass sie Spiele machen. Dann sollen sie gute Mannschaften holen und gegeneinander spielen. Du musst diese junge Truppe hier von U23 oder U19, musst du jetzt gucken, wen du gebrauchen kannst. Auch für die Zukunft. Ja? Aber es nutzt alles nichts, wenn wir nicht mal was ausprobieren. Wir kommen immer wieder auf das Gleiche und immer wieder spielt die gleiche Mannschaft. Der eine spielt mal hier, der eine spielt mal da. Aber wir wissen doch alles, was die können. Tja, da sind wir wieder an einem Punkt, wo wir ein bisschen Ratlosigkeit verstreuen müssen. Ja, Klaus hat ja recht. Wir reden auch immer das Gleiche, genauso wie viele andere Leute, die im Internet Kommentare abgeben und sagen, ihr habt beide recht, ja, oder ihr habt nicht recht, ja, aber es ist so, es passiert ja nichts anderes, ja, wir können ja auch nur sagen, was eventuell, wir reden ja mit dem Gerrits auch nicht, der kommt ja auch nicht und würde sagen, was meint ihr denn, ja, vielleicht würde man sagen, ja, du, ich würde vielleicht mal das oder jenes machen, ja, aber ich weiß nicht, ob er sag ich mal, Angst hat, mit irgendeinem zu reden und, ja, also keine Ahnung, also ich sehe jetzt nur noch, wie viele Spiele haben wir, 8 Spiele noch? 8 Spiele, 4 Heim, 4 Auswärtsspiele. Ja, also, es ist schon, wird immer enger. Es ist einfacher, in einer Situation die jungen Leute reinzubringen, wenn nach oben nicht geht und nach unten nicht geht. So, jetzt hängst du aber unten drin. Ja, das. Jetzt verlässt du dich natürlich auch auf
erfahrene Spieler. Aber wir werden immer wieder enttäuscht. Sonntag oder Samstag, wenn wir spielen, werden wir enttäuscht von den einzelnen Spielern. Und natürlich, ihr kennt die Spiele ja auch, die jungen Leute, die in der U23, U19 spielen, der wird ja alle kennen, die werden sie ja absprechen und ja, und dann wird entschieden. Und deshalb, bis jetzt ist eben so entschieden worden, ja, Idrizi spielt jetzt keine Rolle mehr, der hat immer gespielt gehabt von der U23. Und was da in der U23, U19 da ist, da halte ich mich raus, weil ich gucke mir die Spiele nicht an und kann nicht sagen, der muss rein, der muss mal Chance kriegen und der. Die gucken sich das an, die beraten sich und die müssen entscheiden. Okay, dann lassen wir das so stehen. 14 Tage haben wir Pause. Zumindest wir. Dann sehen wir uns nach dem Heimspiel gegen Karlsruhe, die ja, wie der Klaus schon gesagt hat. Wir können uns dann noch nach dem Länderspiel unterhalten. Da können wir auch drüber reden. Vielleicht ein bisschen positiv. Gegen Frankreich, ein leichter Gegner und die Holländer auch. Ja, ja. Das ist, also ich bin mal gespannt, jetzt vielleicht zur Nationalmannschaft ganz kurz, was der Groß da veranstaltet. Also wenn das jetzt der große Bringer ist mit 35, da bin ich jetzt mal gespannt, also was da auch passiert. Gerade bei so einem Länderspiel, wenn der natürlich jetzt auch, sag ich mal, nicht die Leistung bringt und dann ist, also man hat ja auch nur, dann ist ja das gleiche Problem fast wie in Schalke. Ja? Du hast nur 3 Monate Zeit, glaube ich, und dann fängt die ganze Sache an. Aber jetzt, vor 3 Monaten, wenn du jetzt hergehst und willst zum Nagelmann sagen, Nagelmann, sag mir doch mal, die Mannschaft, die in 3 Monaten spielt, hat der auch noch nicht auf dem Tablett. Weil der hat ja jetzt wieder 6 neue da geholt. Also sucht er auch irgendwie mit Gewalt irgendwie eine Mannschaft. Und da gebe ich dem Klaus recht, verliert man beide Spiele gegen Holland und gegen Frankreich, dann ist er auch wieder bei Null und dann hält er auch den Kopf im Sand und sagt, was mache ich jetzt? Das ist fast so eine Situation wie bei uns. Ja? Wir suchen die richtige Mannschaft, die Gewinnermannschaft. Da haben wir gedacht, wir haben sie mal. Und dann ist der ein oder andere ausgefallen mit Gelb oder was weiß ich. Gelbsperre und oder keine Form. Das ist im Fußball. In einer Situation, die sehr schwierig ist für uns. Ja. Ja, die 8 Spiele. Weißt du, wie schnell 8 Spiele vorbei sind und das, verlierst du das und das. Auf einmal hast du nur 6 oder 5 Spiele. Und musst. Du musst gewinnen. Das ist ja noch schlimmer. 2 absolute Endspiele gegen Osnabrück und Rostock sind auch dabei. Ja. Rostock ja. Zu Hause, Osnabrück auswärts. Aber du siehst Osnabrück, die kämpfen auch ja. Zu Hause wie die Verrückten. Ja, die hauen da rein in dem kleinen Stadion. Da habe ich ja schon letztes Mal gesagt, vertut euch mal nicht in Osnabrück. Also da tun sich alle schwer. Da sind keine großen Ergebnisse, wo die, sagen wir mal, Osnabrück verliert. Die kriegen auswärts meistens ein, ja. So wie wir ja auch. Aber Osnabrück ist zu Hause auch nicht schlecht. Ja. Ja. Also wann ist das Spiel gegen Osnabrück? Das ist ist das Spiel ziemlich spät und die sind schon abgestiegen. Nee, das ist schon spät. Drittletzter Spieltag. Drittletzter Spiel. Das ist auch, wenn die, sagen wir mal, sie sind schon abgestiegen, dann spielen die frei auf. Ja, die wollen sich noch zeigen. Wir sind eh schon abgestiegen. Vor allen Dingen will der eine oder andere auch noch einen Verein haben. Hä? Weil wenn die absteigen, sind die Ablöse frei und der eine oder andere sagt sich, du, da hau ich noch mal richtig rein. Ja. Vielleicht schnappt mir noch einen Zweitligist irgendwo. Ja. Ja, also. Wir nehmen die Schalke mit. Ja. Ja. Ja, ja. So sind ja die Aussagen von verschiedenen Leuten. Und das ist, wie gesagt, ist eine gefährliche Situation, wo wir jetzt stehen. Und wir in 14 Tagen gegen Karlsruhe, wenn wir das spielen, das ist ein ganz wichtiges Spiel. Aber wir sind auch in der Lage, St. Pauli hier souverän, verdient geschlagen. Und die Erfahrung zeigt, Mannschaften, die aus dem Nichts ganz viele Tore gegen andere Mannschaften geschossen haben, haben vielleicht viel zu viel Selbstvertrauen und stolpern dann über eigenen Füße. Kann ja auch sein. Genau so ist es. Ja, hoffen wir das. Danke und Glück auf. Glück auf, René.